Also ich bin wissenschaftlicher Mitarbeiter am Research Lab for Digital Business. Da beschäftigen wir uns schwerpunktmäßig mit den Auswirkungen der digitalen Transformation auf Geschäftsmodelle. Und mein Thema im Speziellen dreht sich um die Enterprise Social Networks. Da geht es darum, wie man eben soziale Netzwerke, die wir alle aus unserem privaten Umfeld kennen und schätzen, wie man das Ganze in Unternehmen übertragen kann, um dann dort die entsprechenden Effekte zu erzielen. Es gibt hier eine Vielzahl von Fragen, die wichtig sind in diesem Kontext, beispielsweise zum Thema Adoption. Die Frage, wie müssen diese Softwares, wie müssen diese Systeme ausgestaltet sein bezüglich Features, bezüglich Charakteristika, sodass die Leute sie im Unternehmen dann auch wirklich gerne und gut nutzen können. Das ist der eine Punkt. Es geht weiter, wenn Sie beispielsweise an die Einführung von derartigen Plattformen denken. Da ist einfach eine sehr relevante Frage für die Praxis. Wie kann dieser Einführungsprozess gut gemanagt werden? Das heißt, welche Erfolgsfaktoren sind wichtig, welche Schritte sind idealtypisch dafür, dass das nachher auch wirklich zu einem Erfolg kommt. Weiterhin geht es natürlich auch darum, nachdem dieses System einmal eingeführt wurde, wie kann ich wirklich die Vitalität von derartigen Enterprise Social Networks stimulieren, sodass wir einfach eine zufriedenstellende Nutzungsvitalität bekommen. Und die letzte Frage, die in diesem Kontext auch noch wichtig ist, ist die Frage, welche Effekte hat das Ganze überhaupt? Was bringt es mir als Unternehmen, eine solche Plattform einzuführen? Und da geht es natürlich darum, welche Verbesserungen bezüglich Effektivität und Effizienz der Mitarbeiter kann ich dadurch erreichen? Wir haben verschiedene Initiativen, wo wir versuchen, diesem ganzen Thema auf den Grund zu gehen. Das erste ist, wir führen eine Fokusgruppe durch, die regelmäßig stattfindet. Da treffen wir uns mit Unternehmen aus der Praxis, typischerweise mit DAX-Unternehmen, die jetzt schon seit einiger Zeit mit derartigen Systemen arbeiten. Und wir bieten ihnen die Möglichkeit zum Austausch untereinander. Das heißt, was sind die Lessons learned, was sind die Erfolgsfaktoren eben des Einsatzes, des Betriebs dieser Technologien. Und für uns ist dann natürlich der Vorteil, wir haben in gewisser Weise unser Ohr am Puls. Das heißt, wir sehen, was in der Praxis relevant ist und wir versuchen uns dann auch für unsere Forschung dadurch inspirieren zu lassen. Das ist so die eine Initiative. Wir schreiben beispielsweise auch gerade ein Buch, ein Herausgeberband zum Thema Enterprise Social Networks. Da geht es dann darum, dass wir einfach verschiedene Perspektiven auf dieses Thema einnehmen möchten. Einerseits die wissenschaftliche Perspektive natürlich hier. Wir sind hier immerhin an einem Lehr- und Forschungsverbund. Das heißt, wir schauen, was ist so die State of the Art, was in der Wissenschaft diskutiert wird. Allerdings sind wir natürlich auch sehr stark einfach mit Praxiskonzepten. Das heißt, wir geben dann auch entsprechend Unternehmen aus der Praxis die Möglichkeit, sich hier zu äußern und wir haben dann auch einige spannende Fallstudien dabei. Dieses Buch wird dann 2016 erscheinen, sind wir jetzt gerade quasi in den letzten Zügen der Erstellung. Und die dritte Initiative, die ich an dieser Stelle gerne nennen möchte, ist dann unsere wissenschaftliche Konferenz, die wir hier am Hermann-Hollerith-Zentrum haben, wo wir dann auch der Wissenschaft die Möglichkeit geben, sich hier zu vernetzen und wirklich Beiträge spezifisch zum Thema Enterprise Social Networks einzureichen. Und da werden wir sicherlich einen einzelnen Track machen, der sich dann um dieses Thema dreht. Also aus meiner Sicht sind die Vorteile gravierend hier. Ich denke, wir haben hier eine sehr gute Infrastruktur. Wir haben auch einfach dadurch, dass dieses Hermann-Hollerith-Zentrum sehr jung ist, noch sehr kurze Entscheidungswege. Das heißt, man kann hier sehr, sehr vieles auf kurzem Wege lösen. Wir bekommen als Doktoranden hier allerdings auch Unterstützung vom Hermann-Hollerith-Zentrum, sei es in der Form von Kolloquien oder von Seminaren, sodass wir uns einfach super unterstützt fühlen bei unseren Promotionsvorhaben und optimistisch da in die Zukunft gehen.